Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thief Forest, an Upper World Adventure. Gut, ja, ich habe was gefunden. Naja, was hast du gefunden? Wir alle wissen, es gibt die Version 0.22b. C. 1.2c. So, nicht 2.2. Ist das gerade zu extrem, also? Ich hoffe, das ist bei euch jetzt nicht auch zu leise. Ich gucke mal schnell. Nö, ist alles super. Jetzt können wir nämlich bei Continue auf ein Slot gehen. Richtig. Gehen wir mal auf Slot 1. Und die Überraschung kommt gleich. Gleich. Ich habe nämlich schon geguckt, ob denn das geht. Ich habe meinen PC untertaktet noch. Ich hoffe, das läuft jetzt überhaupt. Fuck. Ultra HD gibt es leider nicht mehr, komischerweise. Schade. Mach hier gerade mal, ich hoffe, ihr hört das Pieps jetzt nicht. So. Huch, jetzt hab ich ganz mal scheiße Mist. So. Eine halbe Stunde können wir schlafen. Yay. So sieht ein langsamer Computer aus. Oh, oh, oh. Tut mir leid. Oh, das ist laut. Okay. Ja, also wie ihr seht, es ist alles normal da. Nur halt, dass es wieder Veränderungen gab, wie man sieht. Die Fackeln stehen im Boden. Aber okay, läuft. Wir gucken mal. Ja, guck mal, da steht noch was, da steht. Also es steht noch alles da. Huch, lag. Selbst mein Blueprint steht hier noch. Alle Bäume stehen wieder. Das finde ich, find ich wieder geil. Nehmen wir natürlich gleich mal den allerersten Baum hier vorne. Gut. Huch! Okay. Inventar. Wir haben sogar noch alles da. Okay. Ein Baumstamm liegt bestimmt in the water. Man kann schnell schwimmen. Ah, doch. Okay. Ich wollte gerade sagen, aber ohne Baumstamm. Hau! Das Spiel wirklich von der allerersten Version bis jetzt, also hat sich so viel verändert, das ist der Wahnsinn. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist einfach nur der Wahnsinn. Was hier an neue Sachen zugekommen sind, ist schon nicht schlecht. Aber was hat gerade hier komisch geknirscht? Ich habe mich erschrocken. Was war... Ach ja, da oben war auch noch ein Haus von uns.
Und ja, ich habe das Spiel schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. Deswegen. Ja, solange wie ihr bei mir keine Videos mehr drauf gesehen habt. Das war schon ein Stück. Ich habe mir schon überlegt, irgendwie mal ein anderes Spiel noch zu Let's Play. Ich wüsste absolut nicht, was für eins. Fallout 4, definitiv. Definitely. ja, aber was noch? Was würdet ihr denn gerne noch sehen, was es jetzt schon gibt? Übrigens, das wird hier jetzt nochmal so eine Folge, die zum Let's Play gehört, ja. Aber jetzt nicht so. Oh, hui. Die ist nicht so extrem wichtig, ist, glaube ich. Ich noch nicht wissen. Aber na gut. Kein noch ein Ding? Nee. Hier habe ich schon überlegt, irgendwas mal zu bauen. Das gefällt mir hier irgendwie. Ich gehe mal ganz kurz auf den Desktop und takte mal meinen PC normal. Jetzt habe ich gerade in diese Richtung, genau in diese Richtung, 46 FPS, 43, 44, 45, 43, 45. Okay, 43, 45. Bis gleich. Ach ja, ich muss ja mal die Aufnahme stoppen. Willkommen zurück. Jetzt haben wir natürlich mal unseren normalen 60 Frames pro Second. Übrigens, ja, wegen Ultra HD hier nichts, gibt es leider nicht mehr die Einstellung. Komischerweise finde ich eigentlich schade, wollte ich eigentlich mitspielen sogar. Aber okay, jetzt haben wir natürlich 101 FPS von 45. Schön. Darum Leute, CPU ist arsch wichtig. Nicht nur Grafik, nicht nur fette Grafikkarte. Gut. Was sieht echt cool. Hui. Knapp, es war. Dafür haben wir doch diese Taucherausrüstung. Können wir hier mal ganz schön gucken? Nichts Neues? Ja. Was ist hier die Treppe? Sap Collector. Okay. Können die Eingeborenen immer noch unter Wasser rumrennen oder nicht mehr? Jetzt ist die nächste Frage. Können wir unseren uralten Speicherstand noch nehmen? Ich habe doch mal damals so ein riesengroßes Feld voller Baumstämme gemacht und genau diesen Speicherstand habe ich mir natürlich auch aufgehoben. Und jetzt die Frage, kann ich das weiter noch nutzen? Das wäre Hammer. Das wäre der Oberhammer sogar. Ich will mal ganz kurz da oben zum diesen Fähnchen. Der kann aber schnell nicht mehr. Ich glaube, dass das Ganze hier gar kein Let's Play mehr werden sollte, meinerseits. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Nein, oder? Wie doof ist das denn? Warum macht ihr das? Na gut, man kommt dafür nicht mehr so drauf, wenn man mal schwarze Bären hat.
da mal so vorbeirennt und dann mal ganz schön E drückt, falls das, wenn uns welche verfolgen. Aber trotzdem. Ach ja, unser allererste Base. Hä? Hui. Wie drehe ich das jetzt? Oho! Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Jetzt ist es gelb. Ah, das kann man nicht drehen, sondern die Farbe nur ändern. Machen wir mal rot. Machen wir grün. Jetzt ist rot dabei. Okay. Das mit der Farbauswahl müssen sie vielleicht noch mal ein bisschen. Okay, müssen sie vielleicht noch ein bisschen was ändern. Genau, der Dusch ist voll. Ist gestielt. Ich bin voll und ganz sit. Und ich überlege, was können wir denn noch bauen? Weil wir haben schon alles gebaut. Schon einige Male sogar. Ich überlege mir gerade, einen Gazobi hier oben hin zu platzieren. Hier so an der Ecke hier. Ich versuch's mal. Gazobi. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Da. Gazebo. Boah, ja, hier richtig in die Höhe. Ja, hier richtig so. Moment. Ne, es wird zu viel Holz dann brauchen. Wir brauchen einen Haufen Sticks. Ein Haufen, alles. Scheiße, wir müssen hier mal runter. Verflucht. Na gut. Schön, meinte ich natürlich. Ach, da oben geht er kaputt. Oh, ist das laut. Wir müssen leise sein. Wird heute auch nur eine vielleicht einzelne Folge. Ah. Ich war mir gerade noch gar nicht so sicher, ob er den auch zerlegt. Hat er sich ja dann noch umgeändert. Hat er gesagt, dann ja, muss ja. Übrigens, das Spiel läuft jetzt auch besser auf einem Laptop. Nicht so wie Rust andere Spiele. Was man leider nicht mal über mein, ich muss jetzt einfach mal sagen, Ultra Gamer Book. Nein, also über meinen Gamer-Laptop spielen kann. Absolut nicht. Nicht mal auf der niedrigsten Grafik und Auflösung und nichts mit Übertakten. Es bringt gar nichts bei dem Spiel. Da hat man maximal wirklich seine 30 FPS und da kann man sich einen Keks freuen. Finde ich schade. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil Rust ist ein eigentlich echt cooles Spiel. Aber es ist unspielbar. Leider. Über Laptop. Über Laptop. PC, wenn man einen anständigeren hat, ist das gar kein Problem. Also ich denke mal mit einer GTX 500, nein 660
70er ab da sollte es echt kein Problem mehr sein, aber naja. Ein Kumpel hat ja die 550 Ti. Falls ihr die habt, kauft euch das Spiel nicht. Es sei denn, ihr wollt frustriert ein Spiel spielen und ich schüttel meinen Kopf. Nein, lasst es. Ihr werdet damit auf jeden Fall nicht glücklich. Hat er selber gesagt. Es macht so gar keinen Spaß. Manche können so spielen. Ich konnte damals so spielen mit meinen 20 FPS bei meinem, naja, ersten Laptop, wenn man das so nennen darf. Habe ich schon Far Cry 2 drauf gespielt mit maximal 30 FPS und minimal, also wenn man so im Wald reingefahren ist, hatte ich ja minimal vielleicht 13, 14, 15 FPS. Was ich nur komisch fand, man konnte es spielen. Ohne Probleme, muss ich jetzt sogar sagen. Man konnte es spielen. Es hat ab 12 FPS nicht mehr, aber man konnte es spielen. Es hat nicht so, es hat nicht so, so gestört. Vor allem, ich bin ja eigentlich so ein Typ, der sagt, 40 FPS sollte man schon mindestens haben. Aber ja, bei Ego-Shootern ja, aber bei Far Cry ist vielleicht, bei der ist ja mit in der Kategorie, aber weiß ich nicht. Wie viel FPS? Ach, das, nee, das Thema hatten wir ja schon mal, glaube ich. Lange her ist es. Ihr könnt auch gerne in den Kommentar schreiben, was ich vielleicht noch bauen soll. Was ihr gerne mal sehen wollen würdet. Gerne. Ich baue es dann auch. Einzige Voraussetzung ist für euch, schreibt es in die Kommentare. Mehr müsst ihr nicht machen. Na, hau weiter. Achso. Tief ein- und tief ausatmen. Wie sieht denn das? Oh, verdammt. Pff, läuft. Nein. Kippt in die falsche Richtung. So viel Rennen möchte ich auch nicht. Ich möchte immer noch ein bisschen Reserve haben für die bösen Leutchen. Na gut, sind eigentlich keine bösen Leute. Die wohnen hier nur und möchten mich essen. Das ist ganz normal. Das ist eine ganz normale Reaktion. Die einzige Frage ist nur, waren das Passagiere auch vom Flugzeug, die sich irgendwie verwandelt haben oder sich hier so eingelebt haben, dass sie halt Menschen essen? Oder sind das schon welche, die hier schon waren? Man liest auch leider absolut nichts darüber. Ich bin jetzt auch nicht einer, der danach googelt und sagt, oh, ich muss danach googeln. Sondern, wenn es mal durch Zufall irgendwo steht oder irgendwie rauskommt, dann okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es ist ultra wichtig. Falls es jemand weiß, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die vom Flugzeug die Leute sind. Oh, es wird dunkel. Los. Huch. Mach das weg.
MMMMB. Jetzt müsste ich mich, möchte ich mich ein bisschen beeilen. Weil ihr selber kennt die ja auch. Die kommen ja hier um die Ecke und... Scheiße, wie wenig Blätter hat man denn hier nur noch? Damals kann ich mich noch gut erinnern, da konnten wir in Blätter schwimmen. Jetzt müssen wir drum beten, dass wir Blättchen bekommen. Okay, krass. Scheiße, ein Blättchen noch. Los, los, los. Wow, wir haben wirklich ein Blatt bekommen. Oh. Das ist so verarsche. Geht das jetzt hier nicht mehr oder was? Doch, wir müssen richtig davor stehen. Geil, aber wenn man es nicht weiß, auch nur los. Immer erspeichern. Slot muss man sich auch noch aussuchen. Oh. In den nächsten Tag schlafen. Respekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt... tot. Kann das sein, dass wir in... in den Friendly-Modus gewechselt sind? Weil, nee, das wäre jetzt doof. Weil ich wollte jetzt eigentlich nur, dass die mich, dass die unser Haus nicht kaputt machen können. Die sollen aber noch da sein. Scheiße, müsste ich noch mal gucken. Dann wird das halt eine Folge, die jetzt mal so ist, wie sie jetzt halt ist. Ich dachte, die kommen ja jetzt noch, aber. Naja, wir hatten schon mal, da waren zwei, drei Folgen wirklich Ruhe. Aber wirklich Ruhe vom Feinsten. Und in der nächsten Folge tot. Dann baue ich mir jetzt nochmal das. Gazebo nochmal zu Ende. Und dann werde ich doch mal die Aufnahmen beenden und das wird dann auch die eine Folge sein. Weil hier müsste ja wenigstens hier diese Streuner, sage ich jetzt mal, da sein. Aber die sind ja nicht mal da. Hier ist ja absolute Stille, wenn ich es mal so sagen darf. Trotzdem, die Angst ist da, dass die auf einmal puff, da sind und puff, bin tot. Also ich. Zap Collector. Okay. Moment, wir haben ja... Wir haben ja... Trinken dabei. Oh, nein. Ich habe das jetzt nicht weggeworfen. Nein. Man kann es kombinieren. Verdammt. Die Bären machen mir auch ein bisschen Sit. Keine Ahnung. Sagt man das denn schon Sit? Also ich habe es noch nie gehört, sag ich mal so. Es wurde ja gesagt, dass das vielleicht übernommen werden soll. Aber wurde es? Wurde es nicht? Man weiß es nicht. Weiß nicht mal, wer sich das ausgedacht hat.
Apfel. XD und so ein Scheiß. Ach ja, huch, nicht so viel rennen. Ich weiß ja trotzdem nicht, ob die noch da sind, die Nachbarn. Ja, hier ist dann der Eingang. Oh, 12 noch. Das dauert noch ein bisschen. Egal, wird da eine Folge. Könnt schon mal zur nächsten Folge springen, wenn ihr wollt, unbedingt. Weil ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwelche kommen. Es kann natürlich sein, dass die nächste Folge jetzt erst in ungewisser Zeit kommt, dass es jetzt noch ewig dauert, bis die andere Folge kommt. Weil, ja, wie ich schon gesagt hatte, sollte eigentlich eine Einzelfolge sein, egal wie lange die geht. Außer halt maximal wirklich dann 45 Minuten. Oder? Ist eigentlich auch doof. Muss ich mal gucken, wie lange sie geht. Vielleicht teile ich sie auch geteilt durch 2. Weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie lange diese denn geht. Maximal sage ich jetzt einfach mal eine halbe Stunde und so, Punkt. Die ist leiser. Ist das gut? Ist das interessant oder ist das eher... Okay, sie ist leiser. Aber nee, ist das irgendwie wirklich relevant? Mit Baumstämmen kann man definitiv kürzer rennen. Habe ich das Gefühl? Ich will es mal kurz testen. Mit einem Baumstamm hat sich nichts geändert? Nö. Ja, nö, nö. Nein. Hier kann ich mich auch wehren. Die Feuerwerks ist gar nicht mehr im Inventar. Egal, ich weiß, wo ich die herkriege, das reicht. Ich überlege auch gerade, ob wir schon mal welche getötet haben von den Eingeborenen. Ich überlege gerade echt. Was jetzt noch kommen muss hier vom Update her, dass man noch die Bäume selber teilen muss. Bei irgendeinem Spiel gibt es das auch. Ach, hier bei Stranded Deep gibt es das. Ah, ich kann da nicht mehr rennen. Ach, da liegen Bäumchen, Stämmchen. Ach ja, ja, ja. Oh, ja. Ich renne immer weiter, das ist... Oh, cool, nur 2. Die Folge ist gleich zu Ende. Mal gucken, was wir für einen Ausblick dann da haben. Übrigens, ich renne da hier jetzt nichts mehr. Ich lade es so hoch, wie es ist. Es hat, ja... Ja. Vielleicht. Kommt auch wieder darauf an, wie groß es ist und ob ich es auch in der Mitte teilen muss, das Video. Warum hat denn der die Axt automatisch genommen? Gut, so, die letzten 2. Die anderen können da liegen bleiben, wo sie wollen. Können sie auch wieder wachsen. Apropos, kann man Bäume pflanzen endlich? Nee, nee, glaube ich nicht. Kommt man hier hoch? Kommt man hier normal hoch? Ja. Nein, ich bin gesprungen, schade.
Ja, eine okay Aussicht haben wir hier. Und eigentlich würde ich dann hier so ringsherum mal zubauen, aber erst natürlich dann beende ich das hier jetzt. Kann man hier so speichern? Nein. Müssen wir zu unserem Rastplatz gehen. Tief ein- und ausatmen. Der hat Asthma, der Typ hier. So, dann braten wir uns ein Lurich natürlich. C. Okay. Das sieht dämlich aus. Mit so 2, 3, 4 Blättchen. Wir knallen da 30 ran oder sowas und kriegen sowas. Ich habe keine Blätter mehr. Krass. Ach ja, gedrückt halten. Müssen wir schon auf Blättersuche gehen. Okay. Oh, sogar mit Bildchen haben wir jetzt. Gut. Dann sehen wir uns hier wieder an diesem Fleck hier. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und reingehauen.